reinspaziert. Spitzenspielzeit in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die zweitbeste Abwehr der Hamburger SV empfängt den zweitbesten Sturm. Da ist schon enorme individuelle Qualität beim HSV versammelt. Und da kannst du spieltaktisch wie auch immer unterwegs sein. Irgendwann kommt es zum Duell 1 gegen 1. Und das gewinnt zumindest in der Summe des Tages dann immer der bessere Fußballer. Naray, Abschlussposition und Tor. Ja, das hat sich angedeutet. Khaled Naray, 5. Saisontreffer, frühe und verdiente HSV-Führung, extreme Ballsicherheit beim HSV. Santos, brasilianisch, nicht der Einzige, der prima gegen den Ball arbeitet. Könnte heute 11 Spiele in Folge unbesiegt bleiben. Das gab es zuletzt unter Huub Stevens im Jahre 2008. Das ist ein prähistorischer Vorgang. Naray, Doppelpack, nein! Zingerle hat was dagegen. Also es ist keine wahnsinnig aufregende Zweitliga-Angelegenheit heute hier im Stadion. Dafür ist die Überlegenheit des HSV zumindest für den Moment zu groß. Und Hand nochmal in der Gestalterrolle. Er will das Ding jetzt entscheiden. Mit diesem Pass auf Naray. Und da ist er. Jan Fiete ab. Jan Fiete ab. Und dann ist Schluss. Hamburg SV bleibt auch im 11. Spiel in Folge in dieser zweiten Liga ungeschlagen. In einem Spiel, das die Tabelle schluckt. Und das spätestens mit der Montagszeitung vergessen sein wird.